Die Lichtschar. Vor einem Jahr wurde sie gegründet, am 12. August 2021. Damals wusste man noch nicht, wohin es geht. Und trotzdem kamen so viele Menschen auf uns zu, sehr viele. Es gab Feiern, Andachten, Sitzungen und es war gut. Bis auf einige, die immer wieder abspringen oder neu hinzukommen und nicht lange bleiben. So war es bis im Mai 2022. Dann aber hat sich die Lichtschar gekräftigt. Sie wurde immer kraftvoller und sie gingen nicht mehr weg. Die Menschen, die neu hinzukamen, über 60, sind nicht mehr weggegangen. Sie blieben und sie haben gefunden, wonach sie suchten. Das ist die Lichtschar. Wir feiern also heute Geburtstag. Deshalb treffen wir uns morgen. Am Samstag haben alle Zeit und wir können diesen Geburtstag gebührend feiern. Tja, die Menschheit braucht geistige Nahrung, genauso wie irdische Nahrung. Verzichtet sie auf geistige Nahrung, dann wird sie ermüden. Die Seele wird krank und nachher wird auch der Körper krank, bis er hinfällig wird. Die Lichtschar. Sie ist und steht wahrhaftig, kraftvoll, durch immerwährende Kraftzufuhr. So viel zum Geburtstag der Lichtschar. Wir sind über 60 Menschen in der Lichtschar. Außenrum sind ungefähr 200. Viele sind weggegangen, damals am Anfang, kamen hinzu und gingen wieder. Aber wie gesagt, seit dem Mai, seit der Feier in Höchst, ist kein Mensch wieder weggegangen. Sie haben gefunden, was sie suchten. Tja, das ist auch ein Beweis. Es ist herrlich, in der Lichtschar zu sein. Es sind gute, wahrhaftige Menschen, kraftvoll. Sie wissen von Jesus, sie wissen von Immanuel. Sie wissen auch von der Kreisbotschaft, aber vor allem wissen Sie, dass es der Weg über die Erkenntnis geht. Und je schneller wir Erkenntnisse sammeln in unserem täglichen Leben, im Erleben drin, kommen wir auch schneller weiter. Und wie schnell? Die Erkenntnis ist alles. Darauf baut jeder Mensch. So freue ich mich auf die nächste Zusammenkunft. Oder Zusammenschluss, besser gesagt. Ja, es sind Zusammenschlüsse. Wenn geistige Gleichheit gleich ist im Tun, im Denken, im Gottwollen, im Willen des Schöpfers stehen, dann ist es ein Zusammenschluss. So viel zum Geburtstag von heute in der Lichtschar. Habt einen wunderschönen Tag heute und ich begrüße nun den alten Zwerg. Hallo. Er sagt nicht viel, er hört nur zu. Er will wissen, wo die Menschen stehen, wo sie geistig stehen, ob sie endlich die Krone der Schöpfung sind die Menschen, ja, wir schaffen es. Wir schaffen es. Ja, wir schaffen es. Wenn ich in die Lichtschar schaue, in die Qualität jedes Einzelnen, dann kann ich sagen, wir schaffen es. Wenn hinter jedem 500 stehen oder Tausende, hinter jedem, dann
dann schaffen wir es. So viel zum Geburtstag der Lichtschau. Wir stoßen heute an, heute Abend, 19 Uhr, auf ein Glas Wein. Ihr Parzival Markus.